Hallo Nikolas. Oder lieber Niki. Lieber Niki. Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ich heiße Nikolas Veracek, bin 21 Jahre alt, komme aus Österreich und spiele Fußball. Du hast bisher nur in deiner Heimat Österreich gespielt, jetzt dann der Wechsel zu uns. Wie kam es dazu? Ja, ich will mich weiter verbessern, weiterentwickeln und ich glaube, das ist der richtige Schritt. Was glaubst du denn, wird die größte Umstellung für dich hier? Ich glaube, das ganze Umfeld und das Training. Also privat und sportlich wird es eine Umstellung. Genau. Und auf was freust du dich denn am meisten hier in der Zeit bei Mainz? Eigentlich auf alles. Wegen deiner Länderspieleinsätze steigst du ein bisschen später ins Teamtraining ein. Wann können denn unsere Fans mit dir rechnen? Was ich so mitbekommen habe, bin ich ab 7.7. im Training. Also geht's jetzt nochmal in Urlaub kurz für dich? Ja, nach Hause nochmal. Kennst du denn für deinen Start mit dem Team schon jemanden? Nein, habe ich noch keinen kennengelernt. Du bist heute erst angereist. Bist du das erste Mal in Mainz oder warst du schon mal hier? Ja, ich war schon mal hier im März und konnte einige kennenlernen. Also konntest du dich auch schon ein bisschen in der Stadt umschauen? Ja. Hast schon ein paar schöne Ecken hier gesehen. Was machst du denn, wenn du nicht gerade auf dem Fußballplatz stehst? Mit Freunden mich treffen und zu Hause chillen und die Zeit genießen. Und was hast du denn bisher von Mainz 05 so mitbekommen? Das Rennen um einen Abstieg habe ich verfolgt und sonst, dass es sehr familiär ist und alle sehr freundlich hier sind. Ende Juli geht es für uns ins Trainingslager, dann auch nach Österreich. Hast du denn schon einen Besuch von deiner Familie bei unserem Training eingeplant? Tatsächlich habe ich darüber noch nicht mir Gedanken gemacht, aber werde ich einplanen, ja. Wir sind noch nicht ganz in der Nähe deiner Heimatstadt, also eher Richtung Kufstein, aber so lang ist es dann ja auch nicht rüber zu uns. Ja, ich glaube 3 Stunden. Kommen wir noch einmal zum Fußball zurück. Auf welcher Position fühlst du dich denn am wohlsten? Als rechter Außenverteidiger. Offensiv auch mal? Ja, schon, gern. Du hast jetzt in deinem letzten Spiel mit der U21 von Österreich ein bisschen deine Goalgetter-Qualitäten unter Beweis stellen können. Hast 4-mal getroffen. Wie sieht denn so dein Torjubel aus? Boah, ja, ich habe verschiedene. Den Dons und ja, sonst irgendwas mit Freunden ausmachen. Also können wir uns auf jeden Fall auf eine große Variation von Torjubeln von dir freuen. Super, Niki. Dann war's das schon. Herzlichen Dank und herzlich willkommen in Mainz. Dankeschön.